Hey, da bin ich wieder. Sieht man eigentlich Isaac komplett? Ich sehe es gerade selbst nicht. Ja, sieht gut aus. Den anderen sei die kleine Pipi-Pause mal gegönnt. Ihr seht, ich bin beim Monstro nicht abgekackt. Im Gegenteil, ich habe ein HP abgefunden und einen Satanraum. Ja, es geht weiter, genau. Bezüglich 19 Uhr. Der Stream wird bestimmt länger gehen. Also, was war die Frage überhaupt nochmal? Ob ich 19 Uhr eine kleine Pause mache oder was? Wer will Eis essen? Ich nicht. Ah ja. Ja, nee, also ich werde wahrscheinlich voraussichtlich so gegen 8 mal eine Pause machen. Zur Pause, nee. Soll ich weitermachen? Oder ist irgendjemand noch im Klo pinkeln und hat keinen Bock mehr? Ja gut, also ich werde jetzt einfach mal... Was? Black Screen? Ernsthaft? Not really, oder? Sollte eigentlich nicht sein. Läuft alles gut. Ihr habt euch gar nicht geäußert wegen der Musik. Ist die Ingame-Musik so zu meiner Stimme passend? Weil ich höre es jetzt gerade selbst nicht so richtig. Könnte sein, dass sie sogar... Ne, ein bisschen leise ist? Ich weiß nicht. Passt? Okay. Also wenn die Ingame-Musik irgendwie zu laut oder zu leise ist, sagt einfach Bescheid, dann ändere ich's. Weil das habe ich jetzt am Anfang vom Stream nicht gemacht. Macht ja auch irgendwie Sinn, wenn man MKW spielt und keine Musik dabei hat. So, wir gehen einfach mal in den Satanraum rein. Und finden Brimstone und Technology. Nö, eigentlich habe ich keinen Bock auf beide. Nö. Natürlich, was passiert eigentlich, wenn man beide mitnimmt? Das würde mich jetzt mal interessieren. Kennt die? Weiß das jemand? Probier's aus. Das Problem war, dass wohl mein eigenes Internet irgendwie verkackt hat. Ich weiß nicht warum. Ich habe meinen WLAN-Stick einfach nochmal neu reingemacht und dann hat's gepasst. Nee, ich mach's nicht. Weil, wie gesagt, mir fehlt halt noch das eine Item. Im Gottraum, die Prayer Card, und die würde ich schon gerne irgendwann mal mitnehmen können. Ja, ich habe einen WLAN-Stick. Tatsache. Und ich habe vergessen, Crack the Sky mitzunehmen, eben beim Bosskampf. Aber besser als zu vergessen, dass ich Book of Wrath mitnehme wieder. Lieber so rum, sagen wir es so. Eigentlich wollte ich schon länger mal mein Internet über LAN kriegen. Da hätten wir irgendwann mal ein Kabel durch die Wand legen müssen oder so. Aber irgendwie wollte... Naja, Cancer hätte ich schon gerne, aber... Leider habe ich keine Möglichkeit, da ranzukommen. Fliegen wäre jetzt schon geil. Oder sei es auch nur die Karte für einen Raum. Den Hangman. Das wäre eine super Errungenschaft. Aber ich glaube, das bleibt mir erstmal versagt. Knapp. Bam, bam, bam. Und tschüss. Toll. Das hat sich ja echt gelohnt, den Raum hier zu absolvieren. Für eine Trollbombe. Way. So, jetzt ist die Frage, versuchen wir... Ja, wir versuchen schon in den Stachelraum zu gehen, oder? Ich würde ja mal sagen, schon, ja. Na komm. Und finden da drin wahrscheinlich... Ja, okay, zwei Truhen. Oh, Gapistel ist super. Und noch zwei Pillen. Health down. Hä?
Ach so, das war eigentlich eine Health Down Pille, aber dadurch, dass ich ein Herz hatte, wurde es zur Health Up Pille. Ohne Tearsap Pille. Na, dafür hat sich's gelohnt. Ein Herz gegen Tearsap ist okay. Die Stärke von Brimstone erhöhen, das ist eine gute Frage. Also mit Polyphemus glaube ich schon. Wegen 19 Uhr, ich werde wahrscheinlich um 20 Uhr eine kleine Pause machen. Aber um 19 Uhr, wenn es um Pauseanfrage ging, ich weiß es nicht. Aber um 20 Uhr jetzt. Bettler? Ja, schon. Den wollen wir einfach mal mitnehmen. Nee. Komm, gib mir ein Item. Nein, keine Herzen. Ich habe genügend. Kein Schlüssel. Gieriger kleiner Bettler. Hallo. Ey. Das hat sich ja echt gelohnt. 12 Münzen für zwei Herzen, die ich eh nie mitnehmen kann. Egal, da müssen wir halt nochmal probieren, anderweitig Geld aufzutreiben. Die Etage ist ja noch ein bisschen größer. So ist ja nicht. Nicht mehr viel größer. Ja, Book of Rev, das aktivieren wir. Oh oh, das sind tolle Räume hier. Also solche Räume, die lobe ich mir, ja. Wie soll man denn hier vorbeikommen? Das geht nicht. Ein Feldplatz und die Gegner stehen einfach genau vor diesem Feld. Kann doch nicht angehen. Nee, das treffe ich noch nicht mal mehr. Aber auch konsequent immer beide so treffen, dass beide nur noch einen Schlag brauchen, kurz vorm Ende. Oh. Den nehmen wir mal kurz mit. Und zwar für die ganzen Herzen, die da rumliegen. Die brauchen wir nämlich nicht. Machst du bei Jacks FFA mit? Was für ein FFA? Das habe ich gar nicht mitbekommen von. Und wie kriegt man Punkte auf seine Network-ID? Da habe ich auch noch nichts von mit. Oh, huhuhuhu. Mom's Pearl, genial. Und noch eine Kiste? Ja, okay. Mom's Pearl ist extrem gut, weil wir dadurch eine erhöhte Chance auf blaue Herzen haben. Und die will ich auf jeden Fall mitnehmen. Das lohnt sich vollends. Nintendo Network Premium? Hä? Du meinst wieder so Wii Shop Kanal, wo man sich was kaufen kann oder was? Ich habe den Wii Shop Kanal, glaube ich, nicht ein einziges Mal genutzt. Ich habe mir da nie was geholt, nie. Weil ich auch nie wirklich das Bedürfnis hatte. So, wir haben jetzt 3 Bomben und 4 Schlüssel. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Münzen. Wir könnten den Geheimraum freilegen, der nur 2 Möglichkeiten hat, so wie ich das sehe. Deshalb nehmen wir die Truhe hier jetzt erstmal mit, weil die Truhe hier hat... Ja, wir haben dann nachher noch 2 Bomben. Mindestens, wenn hier keine Bomben drin sind. Eine Karte, Empress. Ja, Empress ist gut. Ja, kann man mal mitnehmen. Hier unten gibt es noch 3 Münzen. Oh, das ist natürlich auch... Lohnt sich das? Müsste ja. Ach komm, machen wir. Ey, natürlich ist der Geheimraum dann an einer komplett anderen Stelle. Ist klar. Wir brauchen jetzt aber dringend noch Münzen und ich glaube, wir nehmen einfach mal die Truhe mit. 2 Münzen und einen Schlüssel. Ey. Ich habe heute aber auch ein Glück mit Geheimräumen. Das ist so schön. Was will man mehr? Runde 2. Zum Glück sind die Challenge-Räume mit Samson ganz angenehm. Das macht deutlich einfacher. Bam, bam. Wie weit kann man Rage eigentlich auffüllen? Das würde mich mal interessieren. Da muss es jetzt zwangsläufig irgendein Limit geben. Aber wo das liegt, weiß ich nicht, weil an Fliegen kann man das halt relativ schlecht messen. So, den da bitte erst, ja. Und bam. Und nochmal zwei, toll. 2 Schlüssel für einen Schlüssel. Das ist ein schöner Tausch. Aber wo ist der Geheimraum? Der kann ja eigentlich nirgends sein. Jetzt müssen wir unsere letzten Münzen noch abgeben beim Bettler und hoffen, dass er uns jetzt was gibt. Komm. Eine noch. Nein. Schade. Hätte doch mal funktionieren können. Alter, es wird aber gerade ziemlich viel im Chat geschrieben. Machst du FFA 20 Uhr? Nee, heute nicht, also.
Welchen Stream hochladen? Das auf jeden Fall, ja. Ja, da liegen noch 3 Münzen, ich weiß, aber ich habe keine Bombe und kann da nicht hin. Fliegen kann ich ja auch nicht. Yo, Cornel, Achtung, Kurve kommt noch, keine Angst. Nach Isaac können wir damit mal anfangen. Ja. Keine Bombe? Ist halt blöd. Ja. Er mit seinem Bombenbug ist ja sowieso der Geilste, der noch 50 Bomben auf einmal schießt. Wenigstens sind wir dahin aus dem Eck rausgekommen, das ist schon mal ganz wichtig. Wenn man das hinter sich hat, dann... Alter, was geht denn hier? Na? Immerhin killt er seinen eigenen noch ganz gut. Und keine Würmer mehr. Das ist, jetzt ist der Kampf gewonnen. Also wenn er in der Form ist, er wesentlich einfacher. Das haben die Entwickler irgendwie ein bisschen blöd gemacht. Das hätte man... Eigentlich ist es ja besser, wenn die zwei... Oh Gott, Raum. Ja, wenn jetzt was Schönes kommt, bitte, bitte, Prayer Card, Prayer Card. Na, das Relic ist auch okay. Voll verschluckt, ey. Was geht? Mein Wii U ist schwarz. Premium-Version halt. Stimmt, Yu-Gi-Oh! Müsste ich auch nochmal eine Runde spielen. Im Opferraum war ich schon. Da haben wir zwar noch eine Pille liegen lassen, aber das war eine Health-Down-Pille. Ja, Cornel, wenn du zuguckst, dann geht alles gut. Das ist der Standard halt. Also mit Relic und Book of Wrath sind wir schon fast durch. Um das mal einfach so zu sagen. Und ich nehme einfach trotzdem nochmal die Pickup-Items in den Truhen mit. Das ist zwar nicht unbedingt empfehlenswert, aber die Räume hier, die Challenge-Räume, sind ja eigentlich sehr dankbar. Und es ist halt eine Aufladung für Relic und für Book of Revelations. Das muss man sich eben immer vor Augen führen. So, das Einzige, was uns jetzt vielleicht noch ein bisschen fehlen könnte, wäre so ein Speed-Up. Das, wenn ich jetzt gerade hier so gegen die Zombies kämpfe, merke ich das. So ein Speed-Up würde uns ganz gut tun. Und auf jeden Fall noch ein bisschen Tears und Damage-Up. Das wäre auch nicht schlecht. Das braucht man eigentlich immer. Tears jetzt nicht mehr ganz so oft. Also ein Damage-Up wäre jetzt fast schon sinnvoller. Weil, ja, wir haben jetzt immerhin schon mal eine Pille als Tears-Up. Und hatten wir noch eins? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, wir hatten Jesus-Juice, oder? Ne, das war in einem anderen Run. Und, way, Schlüssel für ein Herz. Gerade mit Herzen überschüttet hier. Oh ja, super Raum. Das ist herrlich hier. Ja, gut, dass man hier so schön ausweichen kann. Ey, ganz ehrlich, ne. In solchen Räumen braucht man halt einfach mega Damage, damit die mit einem Schuss tot sind oder so. Aber solche Räume kann man echt in die Tonne kloppen. So, auf Spinnen habe ich nicht noch Lust, deshalb mache ich den in der Mitte erstmal kaputt. Obwohl, unsere Tiers gehen echt schon ganz gut. Also zwei Upgrades haben wir da bestimmt schon gefunden. Und woran gehen die Tränen gerade manchmal kaputt? Oder kommt mir das nur so vor, als würden da welche kaputt gehen? Okay, einem Steiner vielleicht. Macht Sinn. Nichts. Nichts. Einfach mal nichts. So ein Raum ist eigentlich nicht schwer, weil die uns ja gerade helfen dabei, den Weg aufzumachen. Ist ganz nett. Auch wenn der hier ein bisschen muckt. Na komm, geh drauf. Danke. Ja, hier gehen wir auch nochmal rein für 2 blaue Herzen. Hat sich gelohnt. Hoho! Ja, jetzt wenn ihr schon schlechte Witze gerissen. Was? Wenn man im E-Shop ein Spiel kauft, bekommst du pro Euro 8 Punkte. Bei 500 Punkten gibt es einen 5-Euro-Gutschein. Kann man das mal hochrechnen, wie viel Euro man dann ausgeben muss? Pro Euro. Das heißt, man kriegt... Wenn man 8 Punkte kriegt, 500 durch 8, kann das jemand mal schnell ausrechnen? Keine Ahnung, ich bin jetzt zu blöd dafür. Polaroid. Nö, kriegen wir eh nochmal. Bin ich zuversichtlich. Bei den Herzen, bei den roten Herzen, die wir hier haben, sollte das eigentlich machbar sein.
Optimal wäre jetzt einfach erstmal kein Satanraum und nur Gotträume für die nächste Zeit und dann so im letzten Stockwerk oder so nochmal einen Satanraum, wo wir unsere gesamten Herzen, unsere roten aufgeben können, um dann halt mit dem Polaroid durchskillen zu können. Das wäre so das Optimum, was wir hier rausholen können. Wenn das funktioniert. Ja, solche Räume dauern auch überhaupt nicht lange mit Samson oder so. No. Und die Gegner haben auch überhaupt kein unberechenbares Bewegungsmuster. Die sind echt so ein bisschen nervig. Ich meine, selbst Larry Jr. bewegt sich leicht auf einer leichteren Kurve. Gegnerlaufbahn, keine Ahnung. Umlaufbahn, genau. Tote Katze und Guppies Paw. Ja, toll. Das bringt mir herzlich wenig, würde ich mal behaupten. Scheißraum? Ich kann nicht ausweichen. Das ist, ja. Ich stehe hier rum und mach einfach, schieß einfach mal und hoffe, dass die nicht nach hier oben kommen. Gut. Ja. Hey, es hat sogar geklappt. Ich glaub's nicht. Nee. €62,5 für einen 5-Euro-Gutschein. Naja, das geht. Ist eigentlich schon ganz okay. Naja, hier waren wir schon. Ich vergesse schon wieder überall, wo wir waren. Das ist so krass. Nein. Oh oh. Ja, natürlich schieße ich ihn nochmal nach oben. Richtig. Oh oh. Nicht nett. Solche Räume sind auch mit Fliegen wesentlich angenehmer und ich vermisse das ehrlich gesagt so ein bisschen. Normalerweise habe ich relativ viel Glück mit Fliegen in den ersten Satanräumen. Oh. Ja, das hat es jetzt nicht wirklich gebracht. Das bleibt uns hier ein bisschen verwehrt. Aber ist okay. Ich meine, irgendwo muss ja die Schwierigkeit auch mal herkommen. Kann ich für alles, bei allem lacken. Hm? Hat das Relic sich mittlerweile überhaupt schon einmal aktiviert? Das kommt mir gerade nicht so vor. Oder Mom's Pearl. Wir haben ja eigentlich drei blaue Herzenquellen. Also, ja gut, jetzt haben wir das Relic mal wieder bekommen. Anarchistic Cookbook, kannst in die Tonne kloppen. Ich nehme es trotzdem mal kurz mit, damit ich es nicht nochmal kriege. Ist ja so, wenn man Space-By-Item aufnimmt, dann kommt es im Run nicht nochmal. Auch wenn ich, ja, nicht wirklich bestrebt bin, nochmal eine Bibliothek zu finden, weil wir haben so ziemlich das Beste, was man in der Bibliothek finden kann, schon mitgenommen. Jo. Oh, sprengen sogar einen geheimen Geheimraum auf. Coole Sache. Auch wenn wir keine Münzen haben und dementsprechend nicht mal in irgendeiner Maschine zocken könnten. Das einzige coole, was da jetzt drin sein könnte, wäre ein weißes Herz. Wow! Krass. Gut, jetzt haben wir wieder Bomben und auch ein paar Münzen. Nee. Es hat sich nicht wirklich gelohnt, da reinzugehen. Aber es war ja umsonst. Umsonst ist okay. Kann ich noch irgendwas mit dem Schlüssel machen? Shop lohnt sich eigentlich nicht, ne? Bitter irgendwie. Obwohl, hat irgendjemand einen Plan, ob der Geheimraum hier leicht zu finden war? Hat da jemand mitgeguckt? Wenn nicht... Nee, hat niemand. Okay, ich lasse es. Das würde mir jetzt auch zu lange dauern. Ein blauer Stein. Ja? Na toll. Na, Small Rock, super. Ich nehme alles zurück, auch wenn das mir hier ein bisschen zu viel ist gerade. Ey, ganz ruhig, meine Freunde. Alles wird gut. Du weißt auch nicht, auf was du hier schießen sollst bei dem Kampf. Ist ein bisschen... Sobald du einmal so eine Bombenfliege gekillt hast, dann wird es übersichtlicher. Aber vorher ist es einfach... totaler... Ja. Jetzt kommt mir jetzt Spawner natürlich auch wieder neu. 5 Stück! Hallo! Hallo? Mir reicht. Bombe! Bombe!
Ey. Das hat mal so ziemlich alle Herzen abgezogen, die ich hatte. Normalerweise finde ich der Husk sehr einfach, aber in der Form geht er einfach mal gar nicht. So, im Satanraum. Oh, das wäre schon super. Machen wir das? Wir machen. Ja. Einmal noch den hier und einmal noch den hier und einmal noch den hier. Dankeschön. Jo, habe ich gemacht. Zufrieden? Nur fraglich, ob. Ja, Mom's Pearl behalten wir trotzdem noch mal eine Weile, auch wenn's Polaroid jetzt vielleicht schon ein bisschen attraktiver wäre. Nee, das Polaroid lassen wir erstmal. Na? Ja, toll. Ja, das ist super, da auszuweichen. Wieso ist unsere Tiergeschwindigkeit plötzlich so hoch? Hä? Was geht? Das verstehe ich jetzt mal gar nicht. Egal. Ich nehme es einfach mal so hin. Weil eigentlich haben wir ja kein Tiersab eingesammelt. Wir haben nur den Pakt und... Oder? Täuscht mich das gerade. Shotspeed-Up haben wir auch nicht eingesammelt. Hm. Oh. Oh, ja. Super. Ich spiele aber auch gerade wieder wie der letzte Idiot. Echt zu lange nicht mehr gespielt. Ja. Dankeschön. Ey. Dreht euch doch noch fünfmal um eure Achse. So, das hat sich fast gelohnt. Nicht wirklich. Oder ein Tiersab. Hat sich doch gelohnt. Ach, toll. Ja. Gut, dass ich auf die Laser auch so gut aufpasse. Ich glaube, der Run wird trotz den geilen Items, die wir hier haben, nicht toll, weil ich einfach ziemlich verkacke. Und weil uns noch ein bisschen Speed fehlt, und das habe ich beim Small Rock Aufheben eben nicht so wirklich bedacht. Aber es war trotzdem sinnvoll, den mitzunehmen, glaube ich, ja. Na toll. Das ist ein Raum, wo es eigentlich sogar einen Safe Spot gibt, aber ich vergesse es immer wieder, den zu nutzen. Das geht mir aber wirklich immer so. Bibliothek brauchen wir eigentlich gar nicht. Na toll. Aber der Itemraum sagt uns Kartendeck. Kartendeck bringt uns The Sun. Empress Sun, Empress Sun. Sun bringt uns halt nichts wegen blauen Herzen, das ist klar. Und Empress? Ja. Ja, ja. Wir nehmen Empress mal für den Boss. Ne, wir setzen... Ach, nee. Wir setzen Sun ein. Ich weiß, es ist absolut unsinnig, aber Sun bringt uns eh nicht so viel. Obwohl, mit... Na, mit Samson hätte uns das was gebracht später. Mist. Egal. Ja, stimmt, Sunbeam Map, da hätten wir Mom instant killen können. Wobei das gar kein Instant Kill ist. Mom überlebt meistens noch mit ein bisschen HP. Aber trotzdem, ist auch egal. Und ich hätte ja auch nicht zurück. Ah, nee, Quatsch. Hä? Mom ist doch erst im nächsten Stockwerk. So, jetzt kommen wir hier vielleicht noch ein paar blaue Herzen. Nö. Judgment. Wir zocken mal weiter. Weil Herzen wären mir jetzt schon wichtiger irgendwie. Bloody Penny bringt gar nichts. Liberty Cap, nein. Noch eine Karte. Justice. Ja. Sogar Nickel. Das ist schön. Und Emperor. Toll. So, das sind ziemlich alle Karten durch. Mhm. Gib mir noch mal ein paar blaue Herzen hier.
ist doch unglaublich. Hallo. Ey. Die blaue Herzensspawnrate wurde so stark runtergesetzt, das ist echt nicht mehr. Ich habe gedacht, es hätte nicht geklappt, die Bombe zu setzen. Irgendwie muss man sich ja selbst mal in den Hintern treten, sonst wäre es ja auch langweilig und deshalb baue ich einfach gerade so viel Scheiße. Obwohl es eigentlich auch wesentlich klüger gewesen wäre, die Empress-Karte bis zum Boss mitzunehmen. Aber machen wir nicht, weil den Boss war das schaffen wir auch so super. Es sind eigentlich so gute Stats, das Einzige, was fehlt, ist ein bisschen Speed und ich mach's so kaputt. Aber noch ist ja nicht verloren. Ich kann auch in The Womb noch ein bisschen Herzen sammeln. Wenn ich nicht gerade so weiterspiele wie jetzt, dann passt das auch. Yes. Da kriegen wir wieder zwei Herzen. Das ist ganz wichtig. Doppelt aufgemacht, oder? Nee, nicht. Ich dachte. So, jetzt hier noch die beiden kaputt machen. Nö. Kriegen wir noch nicht mal was. No. Das sind auch wieder schöne Räume hier. Sie. Ach, den hätte ich locker killen können. Eigentlich ist das gut, wenn die alle in einer Reihe laufen. Aber das habe ich jetzt leider ein bisschen kaputt gemacht. Zum Glück war es das jetzt erstmal. Yes, und den letzten, wunderbar. Ist eigentlich schon ein recht enger Raum für so drei Stück, vor allem wenn ein Champion dabei ist. Sollte man nicht unterschätzen. No! Fuck. Fuck. Ich hasse die. Nö, will er nicht. Da weiß man echt, warum sich Fliegen immer lohnt, wenn man solche Räume hier ohne macht. Komm, geh drauf. Dankeschön. Das war eng. Nee. Ja. Immerhin haben wir, glaube ich, nur ein halbes Herzschaden bekommen von der Fliege und kein ganzes, was wir bekommen hätten. Noch ein Tier ist ab. Jetzt geht's aber rund hier. Mhm. Jo. Und warm. Yes. Danke, Relic. Ich halte mich hier irgendwie gerade so ein bisschen über Wasser. Ich farm keine Herzen, aber ich verliere auch nicht wirklich viele. Ich weiß nicht, ob das so ein guter Run wird. So, einer weg, wunderbar. Noch einer weg, noch einer weg. Noch einer und der letzte. Kein Problem. So, jetzt wenigstens wieder auf 6 Herzen hoch. Ist für einen Boss nicht ganz so verkehrt. Naja, aber die Bomben fliegen, wenn man langsam ist, geht gar nicht. Lucky Toe. Brauchen wir nicht. Shop. Wieso gehe ich in den Shop rein? Bin ich blöd? Egal. Man muss ja auch einfach mal zeigen, dass man die Kohle hat, oder? Also ganz ehrlich. Was mich jetzt vollends killen würde, was höchstwahrscheinlich wieder passiert, ist in der letzten Etage, also in The Womb 2, nee, The Womb 1, Conquest. Der wird mich so zerstören. Ich habe immer so ein Glück mit Conquest, weil Conquest ist auch ein Gegner, bei dem verliere ich konsequent mindestens 8 Herzen. Und so viel habe ich nicht. Das ist wohl der große Nachteil dabei. Na gut, der Rest ist geschenkt. Der kommt nochmal an uns ran. Sogar nochmal stark an uns dran. So viel Damage machen wir gar nicht. So, immerhin Meat Boy Level 2, jetzt können wir nochmal so schießen. Ja, ich mache den Run jetzt auf jeden Fall noch fertig. Danach werden wir sehen, was wir machen. Wahrscheinlich ein bisschen Multiplayer-Games. Wäre ich auf jeden Fall dabei. Schlüssel. Nein! Boah! Mann, bin ich langsam. Merke ich jetzt erst so richtig. Gut, dass der eine Knighter gekillt wurde. Dass hier 6 Gegner auf dem Screen sind, habe ich am Anfang gar nicht so wahrgenommen. Einfach nur, dass es ein großes Gewusel ist. Noch ein Herz. Hey, jetzt sind wir wieder auf die 6 Herzen hoch.
Yes, den ersten. Nein! Oh, wenn der runtergekommen wäre, ich wäre sowas von am Arsch gewesen. Ja, wunderbar. Ich kann auch immer schlecht einschätzen, wann die sich umdrehen und einem hinterherlaufen und wann nicht. Das ist sehr schwierig, finde ich. Karte? Joker. Setz mal ein. Hätte ja... Nee, ein Gottraum hätte gar nicht kommen können, ne? Ah, da war's dumm. Egal. Ja, stimmt. Also so ein bisschen viel Spam ist mir das gerade auch schon im Chat. Wow. Boah, dass ich hier unbeschadet durchgekommen bin, das war echt mehr Glück als Verstand. Ja. Aber Mom's Pearl hat mir, glaube ich, noch kein einziges blaues Herz gebracht, kann das sein? Oder kommt mir das nur so vor? Wie viel Truhen ich krieg? Guppy's Paw, ey, ist voll übertrieben. Na, lieber erstmal den unten. Aber solche Gegner sind natürlich absolut kein Problem mehr mit Samson und einem ordentlichen Damage und Tears. Also, da gehen wir durch wie Butter. Also, wie durch die Butter. Oh ne, Laserviecher. Nicht so schön. Jetzt aber wieder. Das ist sogar ein Boss-Challenge-Raum. Das wird vielleicht ganz... Oh, ein Range-Up. Das... Ja, ich glaube, ein Range-Up haben wir noch gebraucht. Jetzt brauchen wir auf keinen Fall mehr eins. Und Geld. Nehmen wir mit. Ein Boss-Challenge-Raum. Was kommt da? Chub kommt. Peep kommt, glaube ich, noch. Das sind relativ einfache Bosse. Gerade mit dem Schaden, den wir hier machen. Noch mit Chub am Anfang, der uns noch ein bisschen Schadens-Upgrades gibt. Ist doch ganz schön. Wow. Das war's. So, jetzt Piep. Schon mal richtig hingestellt. Piep gibt ganz gerne mal einfach random Schaden. Das muss man ein bisschen aufpassen. Aber ich denke, das haben wir ganz gut im Griff mit ordentlich Schaden. Machen die Augen dann auch nicht viel. Wow. Kein Schaden genommen im Boss-Challenge-Raum. Das ist wieder so typisch. Bei den kleinen Gegnern nämlich Schaden ohne Ende. Und die Bosse dann... Ne. Ja, also eine MKW-Speedrun habe ich schon gemacht. Wow. Ich denke jetzt irgendwie immer, wenn ich die Viecher sehe, dass das die Würmer verschießen, die Viecher sind. Aber da täusche ich mich. Telepilz. Boah, natürlich. Ist klar. Ja, immerhin müssen wir dann nicht enttäuscht feststellen, dass wir keinen Job kriegen. Ist ja auch schon mal was. So, ich weiß gar nicht, ob das mit dem Satanraum... Kann man bei Mom einen Satanraum ziehen? Also nach Mom? Weil wenn ja, dann lohnt sich der die Bettlerkarte nochmal aufzuheben. Das auf jeden Fall. Ich weiß es nur gerade nicht. Schnelle Chop kann manchmal auch ganz schön nerven. Ein Speed-Up, das wäre ganz wichtig, aber wir kriegen es halt leider nicht. Geht nicht. Doch, das geht. Also bei Mom gibt es keine Satanräume, sehe ich das richtig? Oh, das ist hier jetzt unbeschadet durchgekommen fürs Erste. Auch schon. Was? Wo hat der mich denn getroffen? Na egal, ich hole mir erstmal die Judgment-Karte. Im Geheimraum würde sich der lohnen? Eigentlich nicht wirklich, oder? Kriegt man im Geheimraum eigentlich auch, wenn man den Bettler ruft, andere Items? Ich glaube schon, oder? Ich meine da auch sowas noch irgendwann mal gehört zu haben.
Dann würde es sich ja wenigstens lohnen, den Bettler im Geheimraum einzusetzen. Rainbow Baby. Okay. Im Geheimraum gibt's One-Up. One-Up würde sich unglaublich anbieten mit 0 HP. Ich weiß gar nicht, wie startet man denn dann, wenn man One-Up hat? Startet man dann echt mit 0 Herzen? Ist man hier direkt das zweite Mal auch noch tot, oder was? Ja, also ich werde einen Geheimraum nochmal suchen, das auf jeden Fall. Wir haben ja genügend Bomben, so ist ja nicht. Und Larry Jr. ist zum Glück auch mit dem Schaden hier kein Problem mehr. Mehr tun. Toll, eine Münze, das ist so klasse. Boom. Aber wir machen so eine ordentliche Schussrate, gerade mit Meat Boy und... Ja, das erste Mal, dass Mom's Pearl sich lohnt, ey, krass. Und zwei Spinnen, da hat's, ja, das eine Herz, was wir von Mom's Pearl bekommen haben, gleich schon wieder weg. So, da unten glaube ich, also hier links glaube ich nicht, dass der Geheimraum ist, weil wir da ja keinen Durchgang hatten vom Opferraum. Von daher gucke ich einfach mal die anderen Stellen erstmal ab. Hier unten wäre ja eigentlich auch, na, ich probiere es hier trotzdem nochmal. Nö. Dann kann er ja eigentlich nur noch hier sein, oder? Ja. Immerhin soweit. Hat's gepasst. Oh, ja. Da können wir erstmal ein bisschen was dran... verschleudern, oder auch nicht. Das ist die Frage, Book of Rev oder die Kristallkugel? Ich glaube, Book of Rev ist besser, oder? Ein bisschen Herzen kann man sich damit noch farmen. Ja, wo soll ich den Bettler... Soll ich den Bettler im Geheimraum zünden oder nicht? Im Geheimraum oder nicht? Im Geheimraum. Okay. Epic Fetus, das wär's jetzt. Nein, eigentlich... Eigentlich erhoffe ich mir eher ein... das will ich eigentlich gar nicht. Nee, will ich gar nicht. Brauche ich nicht, will ich nicht... So ein Mist, ey. Hey, wer braucht schon Hundefutter, ne? Wo denn Telepilz? Ich hab die Telepilz schon aktiviert. Da war nichts mehr. Wow. Ja, natürlich. Ich hasse diese Instant-Hand aus der Wand. Die kommt immer so zufällig. Also eigentlich... Ja, man darf halt nicht zu nah dran stehen, aber so nah stehe ich meistens auch nicht dran. So, aber gleich mit dem Polaroid könnte es besser werden. Weiß man nicht so genau, aber wir kriegen es auf jeden Fall. Das ist schon mal wichtig. Dann kriegen wir noch ein paar Pillen. Dreimal dieselbe, ey, wenn das Mist ist. Wenn da Mist... Also die andere, die gelbe war, glaube ich, die Health Down, kann das sein? Ich meine schon, zwei blaue Herzen ist schön. Ne, das war Tiersub, okay. Und das hier ist... Balls of Steel! Krass! Ach du Scheiße! Geiler Kack. Ey, das war so ziemlich die einzige gute Pille, die nur ausgestanden hat. Yes, jetzt geht's vorwärts. Also jetzt bin ich doch überzeugt, dass wir was aus dem Run machen können. Aber mir fehlt immer noch ein Speed-Up. Und das kriegen wir auch nicht mehr. Glaube ich. Denke ich. Aber die kriegen wir jetzt auf jeden Fall. Nee, eigentlich, wo sollen wir es kriegen? Wir kriegen jetzt hier nur noch den Würfel. Oder, wenn Conquest kommt... wenn Conquest kommt, kriegen wir... Das Pferd. Das Weiße. Wenn wir nicht überleben. Ist natürlich auch eine große Voraussetzung erstmal. Ist halt fraglich. Ich könnte auf der anderen Seite auch einfach mal... Wow. Auch einfach mal das Buch nicht einsetzen und darauf hoffen, dass wir einen Gegner bekommen, von dem wir noch ein gutes Item bekommen. Weil wenn ich das Buch einsetze, bekommen wir auf jeden Fall ein Item, was wir nicht gebrauchen können. Ah, toll. Bam, bam.
Rusted Key brauchen wir nicht. Soll ich das Buch mal aufsparen? Wäre jetzt so mein Vorschlag. Ist halt die Frage, wenn ich im Bossraum schnell finde, lohnt sich's. Wenn ich ihn nicht schnell finde, kann das unglaublich behindert sein. Also, so ein bisschen Spekulation. Dann habe ich halt ganz viel Buch verpasst. Das Pferd gibt mir Speed ab. Gibt mir Pferd ab. Setz das Buch ein. Ja, das Problem ist, jawohl, ich könnte das Pferd sogar mitnehmen, stimmt. Wenn ich. Weil vom Buch kriege ich wahrscheinlich eh nicht mehr allzu viel. Health Ups. Und ich brauche sie ja offensichtlich wahrscheinlich auch nicht mehr so ganz. Was war denn hier oben? Hier war ein Trink, genau, Rusted Key war da. Habe ich schon wieder vergessen. Ja, hier können wir noch mal ein bisschen dran zocken. Vielleicht nochmal so 5 Münzen oder so. Gut, dann 6 Münzen. Ja, so eine Pretty Fly wäre noch ganz schön, das stimmt. Das könnte man nochmal mitnehmen. 16 blaue Herzen. Joa, ist okay, ne? Na, kein Bock mehr. Die Bomben halte ich mir einfach auch mal. Schlüssel brauchen wir ja offensichtlich nur noch 4 Stück. Alles andere. Ja, gut, vielleicht noch 5 Patronen zwischendurch. Wow. Den habe ich richtig gut zurechtgeschubst, sonst hätte er mich getroffen. Und ich glaube, es war die richtige Entscheidung, das Buch zu aktivieren, weil so lange, wie wir hier nach dem Bossraum suchen, ist ein bisschen schwierig, sich gerade auf 4 von den Typen dazu kommen. Na gut, eigentlich brauche ich nur 3 oder vielleicht sogar nur 2, aber ist trotzdem noch genug. Yes. So, was gibt's für einen Challenge-Raum? Eine Kiste. Kein Bock. Wenn ich irgendwo eine Telepilz noch finden würde. Opferreiter. Wir sind alle Wege abgegangen, außer den richtigen. Das ist natürlich wunderherrlich. Warum auch immer ich jetzt hier unten lang gehe. War der coole Weg. Oh. Feuern halt immer wieder neu. Immer einer am Feuern. Das ist so ein bisschen das Problem bei denen. Ja. Also ich denke, 4 Schlüssel für die Chest kriegen wir zusammen, auch wenn wir hier jetzt noch ein paar verpulvern. Das sollte schon machbar sein. Hallo. Ja, dann sterben natürlich wieder zwei mit in einer Sekunde oder in einer halben Sekunde, Viertelsekunde, 18. Sekunde. Herzenbettler, kein Bock. Nö. Boah, da ist der Bossraum. So, und jetzt, ich bete um mein Leben, dass da nicht Conquest drin ist. Weil Conquest, er macht mich immer fertig. Das ist so ein harter Boss. Kein Conquest, bitte. Ich werde den Run noch fertig machen, dann höre ich auf mit Isaac. Ja, der Katzenschwanz ist keine Versicherung, dass ich 10 Truhen... Oh, es war so klar. Ne, es ist doch Death. Ich dachte gerade, es wäre Conquest, aber es ist ja Death. Gegen Death habe ich nichts. Death ist okay. Ach, nee. Außer ich bin zu dumm und laufe in seine Sendung rein. Jo. Nicht aus dem Bild glitschen, mein Freund. So war das nicht abgemacht. Das erste Mal. Mir wäre sehr daran gelegen, dass wir ihn killen, bevor seine komischen. Ja, Knight. Oh, war sogar ein relativ guter Kill. Den Würfel lasse ich einfach mal liegen. Wir kriegen sogar noch einen Satanraum. Tote Katze, die nehme ich auf jeden Fall. Ey. Jetzt ist mein Laptop sogar mit Passwort auf Standby gegangen. Und ich gebe das Passwort falsch ein. So, geht doch. Evil Pferd of Doom. Nein, da kriege ich kein Pferd. Sparkasse zu Sparkasse? Also ich habe mit Sparkasse bis jetzt immer relativ schlechte Erfahrungen gemacht. Von der Dauer her, aber meistens dann auch nicht auf Sparkasse. Das Buch ist das Monster Manual. Damit kann man in jedem... Also wenn man ist ein Spacebar-Item, füllt sich alle 6 Räume auf und damit kann man einen random Verbündeten rufen. Also sowas wie Rainbow Baby, Little Gish, Little Brother Bobby oder sowas. Das kann man damit eben erreichen. Und ich wurde glaube ich 3-mal von Loki's Schüssen getroffen, aber es hat jedes Mal Meat Boy abgewehrt. Das ist so ein perfektes Timing gewesen von Meat Boy. Und da sieht man wieder, warum sich
immer lohnt, den 2er Meatball. Oder fast immer lohnt, den 2er Meatball. Och komm. Wegen dem Millimeter. Kann doch nicht wahr sein. Schon wieder eine Bibliothek. Schon krass. So. Bitte hier mal aufsprechen. Danke. Und vielleicht gibt mir der Bettler noch was Schönes. Eine Karte. Two of Spades. Ja. Nehme ich mit. War zwar dumm, die jetzt einzusetzen, ich weiß, aber ich glaube nicht, dass wir mehr als 8 Schlüssel benötigen werden für den Verlauf. Glaube ich echt nicht. So viel wäre... toll, der Kompass. Na, obwohl, na, für die letzten Etagen kann er uns doch nochmal behilflich sein. Da komme ich sogar noch durch. Arcade. Ja. Sogar die erste Arcade im ganzen Run. Dafür hatten wir schon 3 Bibliotheken? Na, komm. Und der letzte, der nicht sterben will, doch will er. Bombe für eine Bombe, das lohnt sich. Und hier immerhin nochmal. Die Maschinen mögen mich irgendwie nicht, glaube ich. Ich weiß ja nicht, woran das liegt. Nee. Nochmal Münzen. So, eine Runde Bomben wäre noch cool. Oh, oder Skethole, da wäre ich auch dabei. Skethole! Nein, schade. Dafür stirbst du, mein Freund. Nö, und dafür stirbst du auch noch. Toll. Andere Reihenfolge wäre cooler gewesen. Jetzt habe ich 2 Bomben für nichts verschleudert. Schade drum. Nein. Boah, der ist knapp. Boom. Und Herzen für mich. Bisschen eingekesselt worden. Aber nur ganz klein bisschen. Ist schon okay. Und... ja, Burn Penny. Ich kriege aber auch fast alle Trinkets in dem Run hier zusammen. So, ein Gehirn und dann ist das Ganze auch schon wieder einfach. Auch wenn ich genau in dem Moment, wenn ich sowas sage, dann immer noch einen übergebraten kriege, aber es passt ja. Nochmal Tour of Spades. Was? Ach ja, toll, ich bin dumm. Ja. Sorry. Tour of Hearts. Das ist natürlich eine Karte, die bringt es mir absolut. Also. So ein Schwachsinn. Wieso wenn jetzt im Chat Zahlen, genau. Zahlen geschrieben. Wie viele Sprachen kann ich sprechen? 2. Davon eine gebrochen. Also, jetzt nicht Fremdsprachen, sondern Sprachen, ja. Gut, ich habe Latein in der Schule gehabt, aber Latein kann man nicht sprechen, sondern kann man nur lesen, wenn man es in der Schule gehabt hat. Bezweifle auch, dass es irgendwo von Nutzen sein könnte, Latein zu sprechen. Aber lesen, das ist was anderes. Boss-Challenge-Raum. Was haben wir denn hier noch? Ich wollte schon sagen, es kann eigentlich nur was Schlechtes sein, aber ein Bad Guess ist dafür noch in Ordnung. Nö, kannst du gerade vergessen. Wenn du jetzt nicht noch ein HP, eine Boss-Challenge-Raum hättest, das kannst du... könnt ihr euch in die Tonne kloppen. Das könnte höchstens nochmal für einen Satan-Raum wichtig sein, aber da wir jetzt eh in Worm 2 sind, gibt es ja keine Satan-Räume mehr. So, endlich mal einen Boss-Raum gefunden. Kann sein, dass der Run übermäßig lange dauert gerade. Das kommt mir gerade so vor. Gut, zum einen, weil ich ein bisschen auf den Chat gucke. Zum anderen, weil wir auch recht spät erst die Bossräume finden. Und auch so ein bisschen fast alle Challenge-Räume und so mitgenommen haben. Das zieht sich dann eben insgesamt. Ja, also Französisch hätte ich, glaube ich, auch bereut, wenn ich es genommen hätte. Weil es bringt irgendwie auch kaum was. Also... Ich kenne wenige Leute, die mit Französisch in der Schule zufrieden waren, ganz ehrlich. So, mehr Kills für Damage. Damage, Damage, mehr Damage. Da geht was. Ja. Also, für einen Samson Run ist das schon echt gut, was wir hier zusammen uns gelackt haben. Wie gesagt, das Speed-Up wäre... ach, geil, natürlich werde ich dann mal getroffen. Das Speed-Up wäre halt schon nochmal gut gewesen.
Und gerade wenn wir jetzt gegen so Doppel-Super-Wrath oder so in der Chest kommen, dann wird's schwierig. Dann sehe ich schwarz. Boah, weil wenn wir schon bei den Knights zu langsam sind, bei den normalen Knights wohlgemerkt, dann könnte es echt knapp werden. Aber ich weiß nicht, wie viel Speed wir gerade haben. Ich tippe mal auf 2. So, Maggies. Und Maggies Start-Speed. Oder Maggie 1 als Start-Speed, ich weiß es nicht. Ich glaube eher 2. Jo, okay, jetzt immerhin dritte Phase. Mit Chubb war jetzt nicht so toll, dass wir die dritte Phase getriggert haben. Ja, natürlich weiß er, dass ich nach links gehe, ist klar. Nee, er sieht mich direkt vor sich, aber er weiß, dass ich nach links abhauen werde. Na egal. Ist halt ein kleiner Wurm, was erwartet man? Und wir gehen nach oben. Nach dem Speedrun habe ich bis jetzt nur Isaac gespielt. No! Immerhin sehen wir jetzt, wo der Boss ist. Das ist ja auch schon mal relativ angenehm. Boah! Bombenwürmer! Die man irgendwie nie ausgeschaltet bekommt, wenn man... Ja. Und dann immer dann, wenn man selbst in der Nähe steht. Ist halt das Problem, dass man die Gegner immer trifft, wenn sie näher dran sind. Und das will man bei denen ja gerade nicht. Boom. Wow. So. Nö. Also für die Chest ist Guppies Tail auf jeden Fall ganz cool. Aber wie gesagt, ich bezweifle, dass wir da mehr als 2 Goldkisten so finden werden. Und jetzt sogar 3 noch. Also das sollte schon passen. Noch ein Widowkampf. Die Räume sind ja mal einfallsreich. Aber Widow-Kämpfe sind eigentlich ganz cool für die Kathedrale. Ist nicht schwer. Kann man nebenbei mal so abfrühstücken. 8 Schlüssel sogar. Wow. Die Räume dann wiederum sind nicht so toll. Da wusste ich jetzt nicht, wohin ich abhauen sollte. Und auch noch 4 Engel. Ja, nicht nur die Puppen, sondern wirklich die Engel noch. Wovon wurde ich jetzt gerade getroffen? Und wieso leben immer noch 3 von denen? Ich dachte... Ja, der stirbt gleich. Und tot. Ja, die Truhe ist natürlich super gelegen, also. Nö. Natürlich hat es mich noch getroffen. Ich bin halt einfach zu langsam. Ja, wegen Isaac. Ist eigentlich der schwerste Kampf, finde ich. Gerade mit Samson, wir kriegen keine Damage-Ups, bis die Engel kommen. Beim Blue Baby haben wir den Vorteil, dass eben. Ja, ich setze die Bomben mal ein, weil das. Mit Abstand die nervigste Form im ganzen Spiel. Meiner Ansicht nach. Ich finde die Engelform angenehmer, muss ich ehrlich sagen, als das hier. Ich weiß nicht warum. Was? Wovon wurde ich da jetzt getroffen? Kein Plan. Wahrscheinlich von den ganzen Tropfen, die hier so ein bisschen random hin und her schießt. Da habe ich nicht aufgepasst. So, jetzt gleich haben wir Phase 3. Und dann kriegen wir sogar nochmal ein kleines Damage ab, was uns nicht viel bringen wird, offenbar, aber... Joa. Ich meine, wir looten schon ganz schön gut runter hier. Ja, das natürlich eher nicht. Ich glaube, das Damage ab schenken wir uns einfach gerade mal, weil wir haben... Was? Hoffen wir, dass ich da jetzt getroffen? Mal wieder von seinen Schüssen nehme ich an. Wow. Also ein bisschen zu viel Schaden nämlich schon. So viel steht fest. Da haben wir schon einiges an unserem, ja, unserem Startkapital verhauen. Aber es geht eigentlich noch. Also ich habe Isaac schon mal schlechter besiegt. Aber natürlich auch schon mal besser. Keine Frage. Mr. Mega, Dr. Fietes und die Kerze. Ja, damit kann man ihn, glaube ich, relativ schnell killen, ja. Ja, schöne Kombo. So, ja, jetzt brauchen wir ein bisschen Glück. Boah, das ist schon mal ein ordentliches Item. Mit dem können wir... Boah, also bis jetzt gefällt mir alles. Ja, ist okay. Zwar kein Speed-Up, kein erhofftes Speed-Up, aber... Immerhin.
Jetzt ist die Frage, gehen wir, also das, na, das Buch müssen wir auf jeden Fall noch einmal auffüllen. So viel steht fest. Dann ist die Frage, nehmen wir schon Samsons Item mit? Wie heißt denn das? Ich hab's vergessen. Wie hieß denn das nochmal? Kein Plan. Das, wo er sich selbst Schaden macht und dann Death Effect triggert. Was eigentlich ziemlich geil ist, wenn man das Schild von Polaroid hat. Weil dann kann man das einfach triggern, ohne Schaden zu nehmen. Ist ganz nett. Und nehme ich dann auch ganz gerne mit. So. Jo, das war Chop. Doppelchop. Ja, ich nehme es mit. Das hier meine ich. Blood Riot, genau. Nein, genau den falschen Raum. Blöde Sache. Ist das sinnvoll? Ja, natürlich. Ich wollte gerade sagen, ist das sinnvoll? Ne, eigentlich ist es sinnvoll, erst Famine zu killen. Weil der ist relativ absehbar vom Bewegungsmuster her. Wenn man sich nicht dumm anstellt. Wow. Ja gut, das war's. Und jetzt wird der Kampf übelst einfach. Und muss kurz Pause machen. So, da bin ich auch schon wieder. Wir haben zum Glück hier nochmal das absagen können und hier krieg... Oh! You feel blessed. Genial. Papstmütze ist zwar leider ein bisschen spät, um damit noch effektiv farmen zu können. Unten oder oben ist jetzt die Frage. Unten oder oben? Unten oder oben? Ich muss nie aufs Klo, mein Freund. Unten. Okay. Ich werde es einfach mal beherzen. Das war der erste Kommentar, ich gehe nach unten. Und es war toll. Das hätte ich relativ schnell selbst absehen können. Das ist so gut. Nein, das war nicht so toll. So. So kann man ihnen eben unglaublich schnell Schaden machen. Wenn man es richtig macht. Zum Glück kriegen wir wieder ein Herz geschenkt. Aber gegen Doppelgirdy Junior, oh, sind zwei Schaden eigentlich nicht so toll. Okay, hier werde ich auf jeden Fall, ja, den hier triggern. Tot. Jetzt wisst ihr, glaube ich, auch, warum sich das Ding hier lohnt, ja. Hört sich ja wie die Klospiel. Den Vergleich finde ich gut. Oh. Nein. Nein, ich nehm's nicht mit. Ich nehm's nicht mit. Es ist ein cooles Item normalerweise. SMB Superfan macht alle Stats hoch, außer Speed. Das macht's runter. Und wenn ich jetzt auf ein Speed falle, dann sehe ich echt schwarz. Also. Nein, Doppel-Super-Red. Nein, ich hatte Angst vor dem Raum. Wenn ich hier SMB-Superfan mitgenommen hätte, dann hättet ihr mich gleich abschreiben können. Ganz ehrlich. Also mit Speed 1 gegen solche... Ja, okay. Trigger es! Trigger es! Trigger die Scheiße! Schneller! Ah, den einen muss ich jetzt nur so killen. Aber es ist nur einer. Das ist auch schon mal was. Nein, 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 nein. Doch. Ich muss auf die Herzen aufpassen. Wir können zwar mit einem Herz unglaublich viel Schaden. Oh. Mr. Mega. Hallöchen. Na, ja, gut. Genau. Schieß immer schön weiter. Na, nicht Gegner spawnen. Obwohl, da kriegen wir wenigstens noch ein Damage ab. Auch wenn ich die Fliegen hier nicht gerade gut finde, gerade. Stirb. Dankeschön. Hört sich an wie eine Klo-Spülung. Der Vergleich hat's echt in sich. So, nächster Raum. Nicht so gerade optimal. Eigentlich würde ich Greed am liebsten rausziehen. Ja, wunderbar.
dann ist der Kampf easy. Und dann noch ein bisschen Glatteni, damit die nicht irgendwie ihr random Schüsse, die mich eigentlich getroffen haben, aber zum Glück Meat Boy geblockt hat. Oh, zwei blaue Herzen noch. Das ist ein gutes Setup, damit sollten wir eigentlich Blue Baby besiegen. Ich könnte mich sogar ins Blue Baby reinstellen und Bomben legen und gleichzeitig Blood Rites aktivieren, damit könnten wir auch gewinnen, glaube ich. Aber wir machen es einfach mal auf die coole, normale Art und wenn wir getroffen werden, dann legen wir ein paar Bomben oder was auch immer. Es gibt ja genügend Möglichkeiten, so ist es nicht. Jetzt mal eine Bombe legen, jetzt ganz viel Blood Rites aktivieren, jetzt nochmal eine Bombe legen. Ja, passt, ne? Na, jetzt habe ich die Bombe nicht legen können. Das ist das Problem. Wenn wir jetzt die ganze Zeit das Spacebar-Item aktivieren, kann man die Bombe nicht ordentlich legen. Und ich weiß jetzt nicht, was sich mehr lohnt. Wenn ich noch ein paar Hände mehr hätte, könnte man da sicherlich gewinnbringender einsetzen. Jetzt sehe ich leider nicht mein Schild. Musste deshalb ein bisschen... Ja, komm. Jetzt gehen wir einfach in, auf die Vollen hier. Komm, mach kaputt und tschüss. Sauber runtergespielt. Sau stark. Genial. Ja, da würde ich mal sagen, tot. Mehr runterspülen. Was jetzt? Gute Frage. Ich würde sagen, erst nochmal eine Runde Yu-Gi-Oh! Und danach spielen wir ein paar Community-Games, Hexball, Achtung Kurve und so weiter. Aber ein Spiel Yu-Gi-Oh! Bin ich euch einfach, bin ich mir einfach schuldig. Nintendo Land können wir heute Abend nochmal zocken. Doppelkopf, yay! Wenn sich zwei andere Leute finden noch, dann bin ich dabei. Also, wenn du selbst kannst. Ansonsten nicht. Mal gucken, ob ich nochmal Isaac spiele, weiß ich jetzt noch nicht. Auf jeden Fall jetzt erst nochmal eine Runde Yu-Gi-Oh! Immer dieses Steam-Angebot hier. Wer braucht denn sowas? Ganz ehrlich. Nein. Ich glaube, das war die richtige Seite. Oder? Bitte? Wenn es gleich laut wird, war es die richtige Seite. Na, es ging. Oh, wenn die Startseite schon leckt, was gibt's denn da, ey? Ich glaube, mein Internet ist gerade ziemlich am Abkacken. Die Passworteingabe failed. Es ist so toll. Ja, egal. Ein Spiel Yu-Gi-Oh! Geht. Was nehme ich jetzt für ein Deck? Ne, Moment, ich muss erst nochmal ein Deck gucken. Alter, das leckt bei mir. Was geht denn da? Doch, ich glaube, ich behalte das hier mal. Das mag ich. Das ist schön. Ich nehme mal an, das stimmt. Nein! Wie kannst du es wagen, ein anderes Passwort als A zu benutzen? Das ist ketzerhaft. Okay. Alter, die Eingabe. Ich hab schon Jahre auf Enter gedrückt und er gibt erst die letzten beiden Zeichen ein.
Was geht da? Ich hab nicht meine Cam. Mal abgesehen davon, dass ich nicht machen werde, aber nein. Wey, es leckt schon bei Schere, Stein, Papier. Herrlichkeit. Leckt es eigentlich nur bei mir oder auch bei dir, Sida? Hängt das mit den Servern zusammen oder ist mein Internet schon wieder am Abstürzen? Weil ich sag einfach mal, wir machen kurz Stream Pause. Also, ich restarte den Stream nochmal. Also, bis gleich.